Gut, wir sind endlich im Schloss und ich würde sagen, wir stecken uns erstmal die Zimbeln hier ein. Also die Becken. Um es mal anders zu betiteln. Gut. Und dann schauen wir mal hier drinnen in den Türen nach. Ich wusste beim ersten Mal, als ich das Spiel gespielt habe, übrigens nicht, was eine Zimbel ist und dachte mir, hey, was ist das denn? Aber gut, schauen wir mal drinnen nach. Ja, das Baby ist nicht allzu sehr zu Späßen aufgelegt. Aber wir sehen schon, wir können hier Sachen mitnehmen. Sachen, die bei einem Baby auf jeden Fall mit sein sollten, nämlich eine Rassel und ein Horn. So, und da werfen wir nochmal das Horn gleich an. Benutze das Horn mit den empfindlichen... Meine Ohren sind momentan etwas sensibel. Ich wollte gerade sagen, mit den empfindlichen Ohren des Babys. Aber wir können dieses Baby zum Schweigen bringen, denn wir haben etwas mal wieder aus dem Willkommenspack des verrückten Clubs. Wir können mit dem Keil die Wiege lahmlegen. Und schon ist Ruhe. Fast. So. Warte mal, wie ging denn das weiter? Ich weiß es nicht mehr. Meine Ohren sind momentan etwas sensibel. Ja, zumindest haben wir das Kind erstmal so weit zum Schweigen gebracht. Ich glaube, es braucht Milch oder sowas. Aber die haben wir jetzt gerade noch nicht dabei. Wir können allerdings nun das Zahnrad hier mitnehmen. Jetzt, wo die Wiege zum Stehen gebracht wurde. Und dieses Zahnrad können wir an anderer Stelle verwenden. Übrigens sieht der ja voll nach Sumpfling aus irgendwie. So, oh, endlich wieder Ruhe. Das war schweinelaut da drin. Ja, das Zahnrad können wir bei Max Sumpfling verwenden, um die Uhr wieder zum Laufen zu bringen. Und damit können wir dann den Tätowierer auch aus der Hütte mal rausjagen. Schauen wir aber erstmal hier vorbei. Hier können wir momentan noch nichts tun. Denn wir sind bei der Prinzessin auf der momentan noch nicht vorhandenen Erbse. Lassen wir sie doch einfach schlafen, denn momentan kriegen wir sie auch nicht geweckt. Schauen wir lieber hier drüben nach. Und hier gibt es eine königliche Robbe. Die wird gleich noch von Bedeutung sein. Hat er sich endlich dazu durchgerungen zu arbeiten? Hey. Guten Morgen, Euer Majestät. Guten Nachmittag wäre die treffendere Wahl. Nun, für uns Zauberer ist die Zeit unbedeutend, bei unserem Streben nach magischer Perfektion. Wäre für ihn eine Enthauptung auch unbedeutend, bei seinem Streben nach magischer Perfektion? Das kommt darauf an, wer enthauptet wird. Er selbst. Schon kapiert. Gut. Er möchte sicherlich erfahren, was seine erste Aufgabe ist. Selbstverständlich, Majestät. Nun, nachdem unsere Amme diesen tragischen Unfall erlitten hat, haben wir einen gewissen Mangel an babypflegendem Personal. Er möge daher in die Kinderstube gehen und das Baby zum Schlafen bringen. Hat er verstanden? Natürlich, machen wir es sehr gern. Selbstverständlich, Majestät. Ich bin schon unterwegs. Gut, wenn er fertig ist, möge er den Rest des Tages zu seiner freien Verfügung haben. Dankeschön. So, das Baby kriegen wir momentan aber noch nicht geweckt. Wir haben hier das Zahnrad, das werden wir jetzt erstmal verwenden gehen. Die königliche Robbe lassen wir auch erstmal außen vor. Momentan können wir mit der noch nichts tun. Wir gehen erstmal wieder zurück zum Max Sumpfling und werden dort mal ein bisschen voranschreiten. Auch mit dem Prinz können wir momentan noch nichts machen. Da müssen wir mal schauen, ob wir irgendwo vielleicht eine Waffe für den jungen Herrn finden. Solange lassen wir das Schloss erstmal Schloss sein und widmen uns wieder den öffentlich zugänglichen Orten in dieser Stadt. Zum Beispiel der nächsten Burgerschmiede. So, rein mit uns ins Kostüm. Und wieder einmal... Ja, ich kürze ihn mal ab hier. Sumpfman! Sumpfman! Und rein mit dir, Junge. Alles klar, Bill. So, hier gibt's gleich mehrere Sachen, die wir erledigen können. Einmal können wir nun endlich die Uhr wieder zum Laufen bringen. So dass gleich der Tätowierer verschwunden sein wird. Und wir gehen noch nach oben. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch was brauchen. Da müssen wir mal schauen.
Okay, auf jeden Fall sind jetzt die Kinder wieder da. Hallo, Freund. Hi. Mit dir wollte ich eigentlich gar nicht reden, unbedingt. Wem gehören denn diese kleinen Viecher in der Ecke? Geh und spiele mit Kindern, wenn du mögen. Ich so stolz bin auf sie. Was hast du seit dem letzten Spiel so gemacht? Langes Geschichte. Macht nichts, ich habe Zeit. Hab ich das? Okidoki. Alles begann, als Sumpfling wurde gefangen von Zirkus. Sie sperrten im Zelt hinter Gitter. Leute kamen und über mich lachten. Sie mich nannten scheußlich und hässlich. Ich so viel hasste, dass ich davon lief. Auf Weg, ich traf wunderschöne Sumpfeline. Wir hierher kamen und ich machten Sumpfessen, um zu verdienen Geld. Sumpfessen wurde großes Hit hier. Dann Menschen kamen und änderten Rezept. Großvater Sumpfling sich im Grabe drehen, wenn er wüsste. Und hier jetzt Sumpfling ist. Ich nicht mehr kochen, nur noch Papierkram erledigen. Ich und ganze Familie leben hier. Und ich dachte, mein Leben wäre öde. Ich jetzt arbeiten. Du dich gerne können umsehen. Du können spielen mit Kindern, wenn du möchtest. Tja, das ist der Preis des Erfolges. Man gerät dann an irgendwelche Manager, die der Meinung sind, dass irgendwas besser ist. Und schon werden die altbewährten Rezepte abgeändert. So, wir verwenden mal das Horn. Meine Ohren sind momentan etwas sensibel. Okay, oder geben es einfach mal den Kindern. Kann nicht schaden. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Oder die Rassel. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Okay, dann reden wir erstmal mit denen. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie an die Milch rankommen, die Babysumpflinge haben. Na, ihr kleinen Burschen? Dada! Ich bin nicht euer Dada. Mama! Ich bin auch nicht eure Mama. Freund, liebe Freund. Man merkt wirklich gleich, von wem sie stammt. Ja, Mamam heißt aber auch nicht Mama. Mamam ist Essen. Du Horst. Hast keine Ahnung. So, die Milch, die hätte ich gern. Gib das her, Schreckgespenst. Süß. Ja, entzückend, wie Simon mit denen umgeht. Gut, vielleicht müssen wir einfach die Sachen austauschen. Geht das? Meine Ohren sind momentan etwas sensibel. Nee, oder die Zimbel? Meine Ohren sind momentan etwas sensibel. Ah, wie ging denn das? Meine Ohren sind momentan etwas sensibel. Wie sind deine Ohren gleich nochmal? Meine Ohren sind momentan etwas sensibel. Ach so, na dann. So, versuche trotzdem mal irgendwie hier, dass denen nicht der Milch schenken. Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Ach Mann, wie mache ich denn das? Ich dachte, das geht so. Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Okay, ich glaube, die Rassel müssen wir denen geben, aber momentan gibt es offenbar noch keinen Anlass. Die ist ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, was wir machen müssen, damit er das dann rübergibt. Damit er da tauscht. Können wir vielleicht verwende die Milch mit Rassel? Das funktioniert so nicht. Ja doch, wenn du es so machst, wie ich mir das denke. Aber will er nicht. Er hält die Flasche fest umschlungen. Ja, das ist richtig. Sind sie nicht süß? Auf jeden Fall. Wie kommen wir denn da ran? Made. Ich weiß nicht, wofür wir... Oder was wir da machen können. Wofür brauchen wir eigentlich diese Gummihandschuhe noch? Haben wir die einfach nur aus Vollständigkeitsgründen noch im Inventar? Oder wie sieht das aus? Nochmal reden vielleicht? Besser nicht. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Er will ja auch, ich nehme an, es wird sich nicht ändern, dass sie das nicht hergeben. Gib das her, Schreckgespenst! Nee, ist dasselbe wie vorher. Da können wir nichts machen. Wollt ihr vielleicht ein Brecheisen, meine Kleinen? Hier. Das habe ich bereits. Ja, ich will ja auch nicht nehmen. Nehmt das Brecheisen. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Okay, das klappt. Also irgendwie sagt er das. Warte mal, wenn er das da sagt.
Ich dachte, wir kommen so an die Milch ran. Na gut, lassen wir das erstmal. Vielleicht kommen wir später drauf, wie das geht. Auf jeden Fall müssen wir die Milch der Sumpflinge klauen. Wir sehen erstmal, der Tätowierer ist weg und deswegen suchen wir mal seinen Laden auf. Ich weiß gar nicht mehr, was es von dem gibt, was wir da kriegen können, aber wir werden sehen. So, hin zum Tätowierladen. Und wir sehen, das Schild ist weg, er ist wieder da. Ein Traum. Kann ich Ihnen helfen? Die Fliege war auch schön hier drüben. Ich möchte eine Tätowierung. Dann sind Sie hier richtig. Ich weiß, das steht ja draußen dran. Setzen Sie sich bitte. Was für ein Tattoo möchten Sie? Was haben wir denn? Ein Anker, ein nacktes Mädchen, ein, nacktes Mädchen. Eines dieser nackten Mädchen. Die sind leider momentan ausgegangen. Nun, was haben Sie denn? Ich kann Ihnen einen Regenwurm anbieten, ein Mamschikling, einen falschen Hasen. Ach ja, und eine juwelbesetzte Krone mit zwei gekreuzten Schwertern. Gut, wir nehmen nicht Mamis Liebling, auch nicht den Regenwurm und auch nicht den falschen Hasen. Wir können die juwelenbesetzte Krone mit den gekreuzten Schwertern noch brauchen. Wie wär's mit der juwelenbesetzten Krone und den gekreuzten Schwertern? Kein Problem, das macht 400 D-Mark. Was? Wie viel? Das ist nicht billig, ich weiß, aber die Geschäfte gehen schlecht. Das wundert mich nicht. Ich komme wieder, wenn ich mein Haus versetzt habe. Kann ich ein Prospekt mitnehmen? Natürlich. So, ist natürlich ein bisschen teuer, aber wir schauen uns mal das Prospekt an. Hier, Lupe. Ein Werbezettel des Tätowierladens. Da steht, verbessern Sie Ihre jämmerliche Erscheinung. Laufen Sie nicht länger wie ein Waschlappen durchs Leben. Gönnen Sie sich eine Tätowierung. Noch heute. So, ich gehe nochmal kurz rein. Nein, rein. Denn wir müssen eigentlich noch eine Info kriegen. Sind die Preise gefallen? Ich befürchte nicht. Es gibt keinen Grund dafür, hier herumzuhängen. Ich bekomme niemals 400 D-Mark zusammen. Okay, eigentlich müsste er uns noch darüber aufklären, dass wir auch Leute werben können. Aber gut. Wir gehen einfach mal, zum Glück weiß ich es ja, ich weiß gar nicht, wie man sonst darauf kommt, wie das war. Aber wir gehen einfach mal wieder beim Max-Sumpfling rein und werden einem gewissen Freund, der nicht gerade der anziehendste ist und nicht gerade der erfolgreichste, mal ein bisschen helfen. Er muss ja ein bisschen cooler gemacht werden. Tu dir selbst einen Gefallen, Weichei, und wirf einen Blick hier rauf. Glaubst du wirklich, eine Tätowierung würde mich männlicher machen? Na, aber voll. Sieh es mal so. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Ich gehe los, sobald ich meinen Shake fertig habe. Gut. An dem nuckelt er ja zum Glück nicht schon 3 Stunden, aber wir werden sehen, der ist schon schneller als wir. Denn der müsste eigentlich direkt wieder rauskommen, wenn wir jetzt runter zum Tätowierladen gehen. Nicht wahr?